Tolkien, eine Stunde geschlafen, ja, ich doch auch. Drauf geschissen, wir sind in Korea, Mann. Wir werden jetzt nicht einfach sagen, okay, wir gehen jetzt pennen. Ich meine, wir könnten wahrscheinlich beide im Stehen schlafen, weißt du? Wir könnten im Stehen schlafen, aber das ist egal. Wir sind in Korea, wir werden das jetzt durchziehen, ja. Fahrt ihr nach Busan? Ja. Also, Stand jetzt, ja. Danke an PayDaily für den Support. Hast du dein Setup schon gezeigt? Ja, vor dem, also jetzt auch gerade eben. Und danke auch an Cozen YouTube. Und dann haben wir noch den Flummi, der mit dabei ist. Stream, bis du einschläfst, solange ich kann, ja. Okay, wir haben Too Big. Aha, aha, aha. Und Alki. Okay, hey guys. Ich weiß nicht, ob das höflich ist oder nicht. Ich schreibe mal jedes Game, hey guys. Einfach nur positive Vibes, ja. So, welche Zeichen hat Kassadin? Das ist die wichtige Frage. Die muss ich lernen. Okay. Danke an Xilind für den Support. Please, zeig deine View. Ja, kann ich gerne machen. Also, das hier ist das Museum of Art. Dann haben wir hier hinten den Nationalpark. Dann, wenn du hier einmal rausschaust, da ist das K-Pop-Museum. Ne? Und hier, da ist... ne, also natürlich gibt es ja nichts zu sehen gerade. Eigentlich will ich immer noch Casio spielen. Ist Casio hier gut, oder? Stimmt, ist nur Casio. Zack, zack, zack. Er möchte mit, Noel. Wer möchte mit? Ich kann das nicht lesen. Sorry, Midman. Ich kann es halt nicht lesen. Danke an Mori für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Ist Tolkien Support? Oh no, we lost, right? Wer intet der jetzt? Oh. Kurz hatte ich Angst, ne? Ich dachte kurz, der intet uns jetzt schon direkt. Und dann haben wir auch noch Tolkien auf Pike. Hast du vor, ein wenig Koreanisch zu lernen? Mate, ich kann nicht mal Deutsch richtig sprechen. Ich glaube, ich sollte nicht anfangen, Koreanisch zu lernen, meinst du? Warum hat keiner Smile dabei? Ich bin schon Mitte gewesen, ne? Hä, wir haben... Huh. Okay. Scheiße. Das heißt, das ist gerade hier vorher. Tja. Okay. Scheiße, das könnte der erste Loose sein. Wir haben keinen Smile dabei. Das ist so sad, Mann. Scheiße. Wisst ihr, was super cool wäre, wenn wir so einen Übersetzer hätten? Irgendwie. So ein bisschen Übersetzer hätten. Ich meine, was zum Beispiel schreiben die? Das hier sieht sehr, sehr cool aus. Diese zwei O's. Okay, das mit Tolkien, weil wir beide komplett auf einmal sind und chillen wollen, weißt du? Wir sind halt richtig durch beide. Heißt das Jungle Ezreal jetzt, oder was? Fuck is happening? Okay, Leute, ich muss Full Try angehen. So beautiful, Cassiopeia.
Was eine süße Snake sie ist, äh? Die Stimme ist insane, die koreanische Cassia-Stimme. Okay. Ich glaube, ich kann da wirklich wohl in einen. Frostblatt. Man, hat der mich die ganze Zeit angegriffen, während ich runtergeguckt habe? Ich war ja full life. Ich hätte da super easy überleben müssen. My bad. Ja, ich hab Bot geguckt gehabt. Das ist super bad von mir. Der muss mich ja schon ewig angegriffen haben. Ich glaube, das Game, also wenn ich nicht komplett 1v9 mache, ist das 100% lose, das Game. Und die Gegner scalen leider sehr, sehr gut und haben easy Tools, uns rauszunehmen. Das heißt, ich darf mir keine solchen Fehler leisten eigentlich. Vor allem, weil der Graves ist ein sehr, sehr gefährlicher Champion. Der scaled unglaublich gut, ist aktuell sehr, 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 sehr stark. Und der ist jetzt halt schon, also dadurch, dass der halt zwei Jungle-Helden kriegt, wird der halt komplett überleveln. Ich muss ganz ehrlich sagen, Cassia mit niedrigen Ping zu spielen fühlt sich richtig gut an. Vielleicht fast versuchen, den zu trappen, oder? Den TF. Sorry Leute, ich werde nicht allzu viel reden, ja, aber ich würde ungern in ein Silbergame schon verlieren direkt. Wir haben halt einfach keinen Jungler gepickt und unser ganzes Team feedet die Runde. Also wir müssen hier richtig smurfen, wenn wir da gewinnen wollen. Wir haben nachher noch Tolkien, der wird mit seinem Pike bestimmt einiges rausholen. Meint ihr vielleicht, das hat die getiltet, dass ich auf Englisch was geschrieben habe? Soll ich vielleicht nichts schreiben am Anfang? Meint ihr, das war vielleicht für, ist offensive für die? Vielleicht war das offensive. Breche mich, Tolkien. Ich kann die Wave nehmen, dann ist er super. Er hätte ein Level auch. Das war sehr bad von mir, aber ich hätte nicht nochmal hingehen müssen, ne?
It's okay. We learn by our mistakes, boys. Andere Streamer meinten, dass du sehr schnell angefeindet wirst, wenn du dich nicht auf wenn du dich als Nicht-Koreaner outest. Ja, dann ist mein Name aber schon harter Int, oder? Wenn das so wirklich sein sollte. Soll ich mich dann umnennen, oder was? Wann kommt Agurin nach Korea? Morgen kommt er. Morgen ist er dann ganz normal unter euch. So bitter, ey. Der Grace nimmt mir ein bisschen Hops, ey. Der geht jetzt hier unten bei uns rein. Soll ich Mages gehen in dem Game? Bestimmt, oder? Das ist jetzt actually. Jetzt bin ich nicht mehr so wirklich ahead, trotz der Solo-Kills. Weil der Grace mich jetzt noch zwei, dreimal abgeholt hat. Runter, die werden unten bleiben, zu mir sehen. Alter. Yikes. Normalerweise hätte er Mitte gehen sollen da, ne? Ich muss echt ein bisschen mehr tryhaben, ja. Kann das 1v9, come on, baby. Ich kann sowas 1v9. Wenn die nicht AFK gehen, kann ich die. Ich hab Angst. Ich kann doch nicht jetzt schon verlieren. Kann ich die überhaupt killen? Die sind so gefittet beide. Keine Chance, befürchte ich. Gegen beide. Oh. Highlights nächster Halt. Highlights nächster Halt. Warum so angespannt? Ja, ich habe keinen Jungler, sondern eine Doppel-Top-Lane und eine Doppel-Bot-Lane. Und mein gesamtes Team ist super behind und ich würde gerne gewinnen. Weißt du? Agonie
wahrscheinlich ein bisschen mehr Farm, ein bisschen Überlevel wäre wichtig für mich. Ein bisschen mehr Platten nehmen, ein bisschen was tun hier. So, das W hat mich getroffen wegen High Low Ground. Ich ging jetzt mit Töte, ja. Die Gegner. Die kriegen, wenn sie wollen, kriegen sie auch Tier 2 auch noch. Oh, ja, Elo ist der Account aktuell. Naja, das ist Bronze 1. Bronze 1 Smoke Pure. Ich glaube, die kriegen Tier 2 auch noch, wenn sie ihn wollen. Warte ich jetzt für Mages? Nee, ich glaube, wir gehen direkt Royal Life. Ist das eine Hitbox? Nee, das sieht nur buggy aus. Der war drauf, aber der war praktisch... der war auf mir drauf, aber das sieht wegen High-Low-Ground sieht das extrem buggy aus. Aber das ist nicht buggy gewesen. Da war schon okay, die Hitbox. Schön ruhig sein. Ich bin leider nicht so fett, wie ich gerne wäre. Schauen wir mal, der ist sehr viel wert, wenn wir ihn killen. Wenn ich ein bisschen später reinlaufe in den Busch, ist er tot. Kriegen wir sofort Bomb, dieser Guss. Alter. Wow. Nice. Nice, wir haben Drake und einen Kill bekommen dafür und das ist really good. Wenn wir die zwei noch rauskommen. Lass so schnell Mages gehen. Okay, so. Tolkien ist auch ganz okay dabei. Tolkien und ich sind ganz okay dabei. Nice, good job. Well done. Schön. Die Zeit ist von dem Bronze 1 Griffs. Der Griffs ist echt gut, ja. Der ist echt gut, aber wir hatten jetzt schon ein paar mechanisch gute Spieler, muss ich sagen. Also wirklich gut mechanische Spieler. Okay, wo sind die Shutdowns bei denen? Die haben gerade keine Shutdowns. Oben wäre noch eine Objective Bounty auf dem Turret. Können jetzt die Wave schnell nehmen? Dann sollten wir... schauen, was wir da machen. Vorzeitcamps janken. Ich müsste viel mehr Farm haben. Ich müsste einfach 200 Farm mehr haben oder so, wisst ihr? Dann wäre fein das Game. Was ist das hier? Die ersten vier Stacks. Nice, komm. Hm.
Okay. Yikes. Ich glaube, also an sich würde ich behaupten, dass der Darius hier gleich kommt. Und dann können wir den doch einfach nochmal töten, ne? Wenn er jetzt hier gleich für die Wave killt. Die Frage ist, kill ich den? Wenn er Mercs hat, glaube ich nicht, dass ich ihn kill. Ist der im Busch? Nee, ne? Ich hoffe, der ist ja gerade nicht zufällig in den Busch gelaufen, der Minion. Der ist im Busch gelaufen. Fuck! Die haben gewusst, dass ich drin bin. Der ist leider im Busch gelaufen, ha? Ich musste flashen, ne? Weil die TF-Ult kam in den Busch. Und dann musste ich den Darius bursten, weil ich sonst nicht an dem, von dem wegkomme. Ich weiß nicht, ob ich... Ich bin ein bisschen eingeschüchtert. Darf ich das auf Englisch schreiben oder nicht? Was meint der? Was ist der? Der Lee sieht auch sehr gut aus, oder? Ne? Und zwei Drakes. Wir sollten einfach den nächsten Drake sperren. Einfach für den nächsten Drake sperren. Ken Win schreiben? Alles klar. Warum sagt ihr alle Ken Win? Ist halt, aber das ist jetzt nichts Böses, Ken Win, ne? Nicht, dass das halt irgendwie eine Beleidigung ist in Korea. Und gleich drei Drakes, obwohl wir keinen Jungler haben. Die könnten für Nash gehen. Ich glaube, ich darf hier nur kurz das W auslegen. Okay. Sonyas, maybe? Full Tank, ne? Gut, gut, schön, Team. Terrible Fake, aber ist okay. Ich hätte Sonyas noch. Fuck! Ich hab nicht an Sonyas gedacht, actually. Okay.
Inevitable Paradox. Boah, Leute, ich bin so angespannt, ey. Es ist unglaublich. Das ist der erste Tag Korea. Das ist große 1. Dann gibt es fucking impossible. Alter. Dann gibt es legend impossible. Was sind denn das für Spiele, bitte? Entspannen, Mr. Hindecker. Ihr werdet nicht entspannt. Hat er gerade den Blubber von mir geklaut? Das war nicht so gut, ne? Großen Poppen auf dem Leben. Oh mein Gott, ich dachte, die Türme haben mich. Das denkst du, die Türme da auch nicht? Ups. Hättet ihr gedacht, dass die da nicht auf mich turnen im Busch? Come on, man. Also sicher, dass die da auch nicht turnen. Der hat ja gerade versucht, Solo Nash zu machen, unser Azure. Das ist aber nicht so gut, ne? Sag ihr die Ult auf den verfehlt, oder? Muss die Ult auf den verfehlt haben, ne? Schade. Können die enden? So. Was ist das hier? Ult ist eine Art. Ne, die ist nur verbuggt, weil ich im Smokescreen war. Die hat die verfehlt, während ich im Smokescreen war. Okay, wir brauchen als letztes brauchen wir Void Stuff. Die Leute sind sehr, sehr wütend hier, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass wir zum Drake rechtzeitig da sein werden, leider. Ich bin Flame Horizon in der Mitte und ich bin so viel, aber irgendwie schwer zu carryen. Ich bin halt der Einzige im Team, der was macht, ne? Ich meine, okay, Tolkien ist auch noch relativ stark, aber das ist halt Pike, ne? Der lebt halt davon, dass wir ihn irgendwie aufsetzen. Wow. Oh mein Gott, Team, let's go. Cheers. Okay. Auf zu verfehlten, Mann. Ich weiß nicht, warum die alle trollen. Was ist denn das? Die müssen nur einmal groupen und ich carry sie. No? Die müssen jetzt nur einmal groupen und ich carry den, ihren Arsch. Oh mein Gott. Okay. Wenn ich noch einen Fehler mache oder die noch einmal mit allem auf mich draufflashen, ist das Game verloren. Das ist echt sehr, sehr scary, muss ich sagen. Das ist so scary, ey.
수가 없다고? 필요 없어. 유연하다고? 그럼. Next to why I'm not pushing on a reset in 5 hours. And for that, finish again here. Wir haben keinen Jungler das Game, nee. Und wir haben praktisch der Infert, ne? Der nimmt mir jedes Mal den Blue Buff weg. Der trollt spezifisch mich, der Aatrox, aus irgendeinem Grund. Tatsächlich. Also der trollt spezifisch mich. Der versucht mir aktiv Blue Buffs zu klauen und so. Ich weiß nicht warum. Das Einzige, was ich gemacht habe, war zu tryharden und Englisch zu schreiben. Das war letztes das Einzige, was ich gemacht habe. Der trollt spezifisch mich, der Aatrox. Okay. Sie Gromp ab? Nein, ich muss mich irgendwo hochheilen. Ganz gut. Okay, zurück. Wir wollen den Drake in einer Minute brauchen, ja. Wir gewinnen wollen. Ich habe Range-Probleme. Fuck, wenn ich Victor wäre, könnte ich das auf jeden Fall carryen. Aber ich habe so krasse Range-Probleme. Ich muss den Graves einmal catchen. Game. Wenn der stirbt, ist vielleicht Game. Wenn die nicht defenden wollen, dann ist glaube ich verloren. Also der ist halt weiter am Endgegen. Ich glaube, wenn die nicht defenden, dann wird verloren. Die können doch pushen wahrscheinlich. Ansonsten können wir natürlich gewinnen, weil wir. Oh nice, die sind gebased. Gut für uns. Das Problem ist halt, ich spiele 1v9, ne, in dem Game. Weil die, ich meine, wir haben, klar, Tolkien ist gut im Game, aber er ist halt Pyke bisher. Das ist ein Riesenproblem für uns tatsächlich, dass der Pyke ist. Weil Pyke braucht Setup bisher. Und das Problem ist, dass dieser Mann, also dass ich praktisch das Einzige bin, der Tank, Backline, Frontline, Assassine, Sustain Damage, alles bin. Wir können nashen, das ist Free Nash. Well done, Team. Das war sehr schön vom Ezreal. Der Troll Ezreal, der eigentlich juggeln hätte sollen. Mit dem Carry-Attempt. Wir haben noch eine Chance, wenn wir noch einen Fehler machen. Wir müssen ja nicht rushen. Was ist das hier? Okay.
Glaube ich tot, ne? Ich hoffe, das hat nicht Gamers. Wir müssen nur defenden hinten. Bitte, Arthrox, bitte, bitte. Ich weiß nicht, was wir dir getan haben. Wir haben nur auf Englisch geschrieben. Es tut mir leid, ich werde nicht mehr auf Englisch schreiben. Bitte, bitte, bitte. Spiel doch einfach das Game. Hör auf, uns zu trollen. Es ist doch winnable. Du musst legit nur das Spiel spielen. Ja, Cleanse gegen TF nicht gut gewesen. Ja. Na, der ist actually ultra fett, der Arthrox. Wenn der einmal grouped, gewinnen wir, glaube ich. Komm schon. Der hat so lange jetzt gesplitpusht und gefarmt, in sein Team verraten. Wir können extrem viel farmen in der Base jetzt. Wir haben verloren. Ey, es schmerzt so sehr. Wir haben Double Int-Feeder und kein Smite gebraucht, um zu verlieren. Double Int-Feeder und kein Smite. Alter, tut das weh, ey. Boah. Holy shit, Mann. Ich try so hart, aber ich habe einfach zu wenig Range, wisst ihr? Wir haben einfach zu wenig Range, um dazu 1v9 gegen die Gegner. Einfach zu wenig Range.